Okay, dann heißt hier herzlich willkommen. Ich glaube, wir sind schon bei der 10. Vorlesung, also inklusive Übung, wenn man die. Nee, 10. kleinen Vorlesung. genau, was haben wir, wo sind wir stehen geblieben? Wir sind jetzt in so einem Kapitel, das ist so ein Sammelbecken für alle möglichen Erweiterungen für Overlays. Also, wie man strukturell da rangehen kann, um verschiedene Veränderungen, Verbesserungen zu bewirken. Also, diese Beispiele, die da sind, die kann man recht allgemein überall einsetzen. Ansonsten werden wir heute noch mit den ein bisschen Theorie uns anschauen zu hochskalierbaren Netzwerken, was deren Skalierung eigentlich ausmacht und was ein gutes Netzwerk, eine gute Topologie ausmacht und wie man das dann misst. Und dann, ich glaube, beginnen wir auch mit Kapitel 8. Das betrachtet dann die Sicherheit in Overlay-Netzen und dann schließen wir auch die Overlay-Netze soweit ab und betrachten dann BitTorrent. Okay. Wo waren wir? Also wir wollen verschiedene Erweiterungsmöglichkeiten ansehen. Eine einfache Erweiterungsmöglichkeit war ja das Caching, dass alle Knoten, die irgendwie auf dem Weg beteiligt sind, sich entscheiden können, statt die Anfrage einfach weiterzuleiten, selbst die Anfrage zu stellen, das Ergebnis zwischenzuspeichern und das Ergebnis dann zwar richtig zurückzumelden, aber das Ergebnis liegt jetzt auch in diesem Zwischenknoten vor als im Cache und kann für weitere Anfragen genutzt werden. Das ist ganz gut. Hat aber den Nachteil, dass man letztlich nicht weiß, wo denn, also es hilft, die Last zu verteilen, was es aber nicht hilft, ist es verlässlich zu replizieren oder es unterstützt auch nicht das Update der Objekte. Dann gibt es verschiedene Arten der einfachen Replikation. Einfache Replikation arbeitet daran, dass das Objekt einfach mehrfach gespeichert wird. Die Frage ist letztlich nur, wo soll es mehrfach gespeichert werden? Entweder auf ganz neuen IDs, indem die alte ID oder neue Hash-Funktion verwendet werden, um stetig neue IDs zu generieren. Da kann man es an verschiedenen Orten eben speichern. Das ist zwar einfach bei der Speicherung, hat aber den Nachteil, dass, falls sein Replikationsknoten ausfällt, niemand anders sonst das erfährt. Und auch jeder Lookup neu gestartet werden muss. Also falls das Objekt hier unter ID 1 war, wenn man einen Lookup danach gestartet, und der Knoten ist nicht mehr da, hat das Objekt nicht mehr, weil es ein neuer Knoten ist. Dann muss man einen völlig neuen Lookup starten und das hält sich auch nicht konstant bei einer gewissen Anzahl von Hopcounts, von Replikationen. Also die Knoten untereinander wissen nichts übereinander, die wissen nicht, wie diese ID berechnet wurde und die wissen nicht, wer da dafür zuständig ist, eine gewisse Anzahl von Replikationselementen bereitzuhalten. Also das ist zwar sehr einfach, aber zu einfach. Was da eher einfacher ist, ist, wenn man eine erweiterte Funktion der DHT nutzt, die von recht vielen Overlays implementiert werden kann. Und zwar dieses Replica-Set. Also eigentlich erfordert man zwei Erweiterungen für das Funktion der DHT. Das Replica-Set gibt uns die Menge von Knoten an, die zuständig sind für den Schlüssel K. Für den Fall, dass Max-Rank viele Knoten ausfallen. Das gibt also die Reihenfolge der Knoten an, die für dieses Objekt zuständig werden, wenn der jeweils zuständige Knoten ausfällt. Das heißt, da kann man ganz gut abschätzen, welche Knoten in Zukunft dann verantwortlich sein werden und auf diesen kann man es dann replizieren. Und die zweite Funktion ist dieses Update, das einen über die Aktivität in seiner Nachbarschaft informiert. Das heißt, es informiert das Overlay oder die Replikation, dass ein neuer Knoten in der Nachbarschaft, also in der ID-Nachbarschaft hinzugekommen ist oder einer weggegangen ist und dadurch erfährt man eben auch, welcher dieser Knoten vielleicht aktualisiert werden muss. Und das Nette ist, wenn das Objekt jetzt auf einer ID gespeichert wird und man mit dem Replica-Set die in Zukunft zuständigen Knoten bestimmt, zum Beispiel die 5, K gleich 5, dann hat man direkt die IDs in der direkten Nachbarschaft, auf dem das Objekt auch gespeichert werden soll. Und die Nachbarn können sich selbst beobachten und dafür sorgen, dass ausreichend viele Replika dieses Objekts im Netzwerk sind. Also das funktioniert auch sehr robust, das ist ganz nett. Also wirklich ein zuständiger Knoten, die Knoten im Replica-Set, die dafür zuständig wären. Hier sind noch weitere Leaf-Knoten, zum Beispiel ein Pass-Tree. Dasselbe kann man aber für Cord ähnlich machen. Und wenn man es auf diesen Knoten überall repliziert, also ein Cord wäre das Pendant, dass man es auf den K vielen Successoren speichert. Also wenn der aktuelle Knoten ausfällt, dann wird ja der Successor dafür zuständig.
Wenn der ausfällt, dann wird sein Successor dafür zuständig. Hat man immer eben eine Menge von zuständigen Knoten, die in der Zukunft dafür zuständig sein könnten. Und das Nette ist, die werden auch noch alle übereinander informiert und können sich gegenseitig beobachten und eben feststellen, falls einer ausfällt, dann wird ein neuer Replikaknoten bestimmt und automatisch die Daten an ihn transferiert. Das funktioniert also recht gut, betrachtet aber nicht die Heterogenität, also was die Knoten wirklich können, und sicherheitsproblematisch ist auch, wie wir heute sehen werden. Ich glaube, hier sind wir auch, ach nee, genau, das hatten wir noch angerissen, Möglichkeiten, das Overlay weiter zu erweitern, sind, indem man dieses Overlay, das man hat, mehrdimensional aufspannt. Also, dass man einen mehrdimensionalen ID-Raum hat, so eine Vektordarstellung, dass man nicht mehr nur eine ID hat, sondern eben hinsichtlich verschiedener Dimensionen jetzt IDs hat und hinsichtlich dieser verschiedenen Dimensionen jeweils eine sehr ähnliche Routing-Tabelle aufbaut, wie zum Beispiel für Cord oder Pastry. Also man muss ja, man hat dann quasi so eine Art Overlay, um in dieser Dimension voranzukommen, ein zusätzliches Overlay, um in dieser Dimension voranzukommen, und so lassen sich multidimensionale IDs verwenden, die dann sowohl bei der Anwendung sinnvoll sind, als auch bei den Knoten selbst. Man kann darauf also eine geografische Karte abbilden, man kann auch irgendwelche Geräteeigenschaften darauf abbilden, man kann verschiedene Dokumenteigenschaften darauf abbilden. Also wenn man jetzt MP3-Dateis betrachtet und jeder der ID3-Tags als eine Dimension betrachtet, und dann ist die Codierungsqualität eben ein Wert und da ist das Genre ein Wert, und dann hat man eben dadurch eine sehr genaue Platzierung des Objekts im Netzwerk und kann sehr gezielt nach gewissen Eigenschaften suchen. Das versuchen diese Striche hier einzuzeichnen. Also man hat die verschiedenen Knoten, die zum Beispiel, das ist in diesem Fall nach Knotenkapazitäten sortiert, sagen wir mal, das ist der Speicher, das ist die Bandbreite, und die Knoten, nehmen wir mal, das ist jetzt vielleicht ein bisschen ungünstig, weil es sehr dynamisch ist, nehmen wir mal was anderes, nehmen wir mal stattdessen Komprimieren, also die Kompression, und Genre, also wenn es um statische Daten geht. Genre, naja. Okay, und dann haben die Dateien feste IDs und haben eben dann Positionen in diesem multidimensionalen Raum. Wenn ich jetzt eine Suche starte, dann kann ich die Suche so gestalten, dass ich quasi alle Werte in diesem Intervall haben möchte, kombiniert mit allen Werten, die in diesem Intervall sind. Und dann erhalte ich eben eine Teilmenge von Dateien, die auf meine Suchanfrage passen. Das heißt, man kann dann neben der DHT-Funktionalität auch so eine Suchfunktionalität da recht leicht umsetzen. Da zum Vergleich haben wir gesehen, man könnte ja auch statt jetzt so eine multidimensionale Betrachtung zu haben, eine betrachten mit mehreren Realitäten, wo dasselbe Overlay, nee, anders gesagt, wo jeder Knoten in n vielen Overlays partizipiert mit unterschiedlichen IDs. Also mal ist der Knoten hier, mal ist der Knoten dort unten. Aber die Dateien, die Object-IDs, die sind in allen Overlays gleich. Und der Vorteil ist, dass wenn jetzt ein Object-ID gleich ist, zum Beispiel hier, dann wird er mal von diesem Knoten verwaltet und mal von einem anderen Knoten, der zwar auch eine, also in den Overlays sind es ja unterschiedliche Knoten. Und das heißt, wir haben die Replikation dadurch schon gewährleistet. Und ferner kann noch das Routing leicht verbessert werden, weil eben es egal ist, ob ich in diesem Overlay näher komme, dem Ziel oder im anderen. In beiden Fällen soll der Schritt gemacht werden, also ob ich den Schritt hier mache oder dort, indem die Distanz am besten verkürzt wird. Aber es muss nicht unbedingt zu einer Verbesserung beitragen. Es kann sein, dass man stetig nur in einem Overlay routet. Das heißt, wenn man sich jetzt die Vor- und Nachteile anschaut, bringen die mehr Realitäten eigentlich nur eine Verbesserung, was die Replikation angeht. Also wir haben einfach Ausfallsicherheit, weil mehr Knoten zuständig sind. Aber nicht unbedingt zu einer automatischen Verbesserung des Routings. Also schon, aber nicht so, dass es dann irgendwie besser als O log n wird. Und auf der anderen Seite, dass wenn wir multidimensional arbeiten, können wir auch eine Verbesserung erreichen in nicht nur hinsichtlich einer
einer Dimension, so wie es hier eventuell wäre, sondern auch mehrere. Also wir können einfach quer durch den Raum springen und müssen nicht, also wir können so einen Sprung machen und dadurch haben wir eine Verbesserung sowohl hier als auch da erhalten. Also das führt dann schon zu einer deutlichen Reduktion der Wege. Okay, diese zwei Möglichkeiten gibt es, die werden zum Teil genutzt, also vor allem dieses mit den verschiedenen Dimensionen haben wir ja gesehen, das wird verwendet teilweise wie bei GeoDemlia. Das ist ja genau das Beispiel. Wir hatten KaDemlia, das war eindimensional. GeoDemlia baut das Ganze zweidimensional auf und führt diese Richtungen ein. Ja, das ist eigentlich die einzige große Änderung gegenüber KaDemlia gewesen, hat aber dann erreicht, dass wir dann diese geobasierte Suche gewährleisten können. Und auch das mit den multiplen Realitäten hatten wir so ähnlich. Das war das mit dem Adaptive Heterogeneous Chord, wo wir mehrere Overlays verwenden, in diesem Fall aber zu unterschiedlichen Zwecken. Okay, was man auch noch machen kann, das hatten wir in Omicron gesehen, dass man Zonen überlädt. Das heißt, wir haben eine Netzwerktopologie, hier zum Beispiel die Kerntopologie dargestellt, in der aber nicht ein Knoten für eine für einen Bereich zuständig ist, sondern mehrere Knoten. Also zum Beispiel für die Zone dort oben links sind drei Knoten zuständig, für die Zone dort oben rechts sind jeweils zwei Knoten und zuständig, hier unten sind fünf Knoten zuständig. Und es hat verschiedene Vorteile. Also der Vorteil zum einen ist, dass ja die Ausfallsicherheit höher ist. Es kommt viel seltener vor, dass dieser Knoten, dass hier so eine ganze Zone ausfällt, wenn da fünf Knoten drin sind, als wenn da nur ein Knoten drin wäre. Das Pendant dazu wäre in Chord zum Beispiel, dass wir verschiedene virtuelle Knoten haben, aber jeder dieser virtuellen Knoten besteht aus mehreren Einzelknoten, die dicht alle, also alle miteinander verbunden sind. Ja. Und dann sind halt fünf Knoten zuständig für einen ID-Bereich und nicht nur einer. Also das Gute ist, also die sind alle miteinander verbunden, das ist so eine Clique, dass eben jeder erfährt, ob ein Knoten ausgefallen ist. Naja. Und also die Ausfallsicherheit ist höher. Die Knoten lassen sich auch besser optimieren. Also das heißt, wenn ich weiß, dass diese zwei Zonen miteinander verbunden sein müssen, dann müssen nicht alle Knoten mit allen Knoten auf der anderen Seite verbunden sein, sondern es reicht, wenn eins, zwei verbunden sind, wie das auch der Fall bei Omikron war. Und da kann man die Lokation der Knoten ausnutzen. Also da kann man zum Beispiel ausnutzen, dass N12 mit N9 besonders nah beisammen liegt. Und die sind quasi Kommunikationspartner für diese Zonen. Also da kann man die Lokation der Knoten ausnutzen. Was sind da die Schwierigkeiten oder was sind da die Probleme? Warum machen das nicht alle, wenn es so schön ist? Also werden ja dadurch deutlich weniger Churn. Bisschen komplizierter wäre es, wenn es zu viele Knoten wären, aber es geht eigentlich auch. Da müssen wir eigentlich nur so reagieren, als würde ein neuer Knoten hinzukommen, ein neuer virtueller Knoten und die teilen sich auf. Das Problem besteht eher darin, wenn, genau, das hatten wir, also die Verbindungen sind reduziert, also das funktioniert ganz gut. Man kann das optimieren, Geographic Area Routing, die Replikation ist recht flexibel, die können untereinander klären, wer was repliziert. Was aber nachteilig ist, ist, dass das oft nur gut funktioniert, wenn die Zuständigkeiten ganz klar sind, also wenn es nicht so häufig wechselt. In CAN sind die ja recht klar, da sind ja diese Zonen fest definiert. Sagen wir auch mal in GloBase, ja, würde es auch gut funktionieren, weil da sind die Zonen auch recht lange stabil. Aber unklar ist es, wenn je dynamischer das ist, also in Pastry, im anderen Extremfall, ändert sich das recht häufig. Wenn ein neuer Knoten hinzukommt, dann ändert sich für die anderen beiden Nachbarn auch die Zuständigkeit und es ist schwerer zu definieren. Also da muss man ständig aktuell gehalten werden. Geht aber auch. Also es ist nicht so, ein bisschen komplexer ist es, aber eigentlich ist es keine schlechte Idee. Was haben wir noch? Was viele Overlays mal, so vor 5 Jahren war das ein sehr großes Thema. Da ging es um die Underlay Awareness. Das heißt, die Overlays sollen versuchen, sich so aufzubauen, dass sie möglichst die
existierenden Internetverbindungen ideal nutzen. Das heißt, man möchte nicht weniger Hops haben, man möchte nur schnellere Ein-Hops haben. Das heißt, deutsche Knoten soll ich mit deutschen Knoten verbinden und möglichst wenig weit weg routen, weil ein Hop würde dann eben viel länger dauern, als wenn die im Internet nah beieinander sind. Und das bedeutet also, wie macht man das? Wir haben erstmal viele Informationen, also wo die sind, was die für Bandbreite, Latenz, Jitter, Loss untereinander haben. Man hat auch so eine, man kann berücksichtigen, wie das Netzwerk darunter aussieht, also welcher Knoten mit welchem, wie viele Layer 3 Hops, also IP Hops vielleicht verbunden ist, was dafür Werte bestehen und ob die vielleicht hinter einer NAT sind. Und das alles soll berücksichtigt werden beim Aufbau des Overlays. Wo kann diese Information herkommen? Also je mehr Informationen ich über das Netzwerk habe, desto besser kann ich es ausnutzen. Es kann über verschiedene Wege kommen. Entweder man misst selbst im Overlay, das heißt, das Overlay, das kann ja versuchen, irgendwelche Verbindungen einzugehen und mit der Zeit lernen, welche gut sind und welche schlecht sind. Man kann vom Internet Service Provider diese Werte bekommen. Das heißt, der kann zum Beispiel mitteilen, die Knoten, die auch bei der Telekom sind oder auch in Deutschland sind, sind die und die. Also, dass es da irgendwie so eine Kennzeichnung gibt. Oder man hat von externen einer Seite so eine Messung. Und das kann man zu verschiedenen Zwecken verwenden. Wie sieht es aus? Also, was ist überhaupt dieses Underlay, wenn man von Underlay spricht? Underlay ist alles, was darunter ist. Also, das ist, wir hatten ja das Overlay, also in der wir frei auswählen können, mit welchem Nachbarn wir kommunizieren wollen. Aber wenn wir dem jetzt eine direkte Nachricht schicken, dann schicken wir es über das Underlay. Das abstrahiert die ganzen anderen Schichten, also TCP, UDP, IP und alles, was darunter liegt. Und jetzt kann man da verschiedene Optimierungen einführen. Entweder nach der ISP-Lokation, dass man versucht, Bandbreite möglichst im selben Internet Service Provider zu haben. Also wenn ich jetzt bei der Telekom bin, dann soll ich möglichst mit Kontakten verbunden sein, die auch bei der Telekom sind, um eben nicht Traffic nach außen zu haben. Kann nach der Latenz gehen, um eben kurze Verbindungen zu haben. Man kann geografisch routen. Man kann die Knoten der Peers berücksichtigen, dass ich mich mit Knoten verbinde, die auch vielleicht meiner Kapazität entsprechen. Genau. Mal gucken, wie das alles also gesammelt werden kann. Also da gehört verschiedene Aspekte hinzu. Die werden nicht alle betrachtet. Also wir müssen es einsammeln, wir müssen measuren, also messen. Wir könnten auch abschätzen. Und die Idee war, dass es so eine Art Win-Win-Situation gibt. Ein Punkt, also vor allem von den Internet Service Provider wurde es ins Feld geführt, dass doch alle gewinnen würden, wenn die ISPs fest irgendwie indizieren oder angeben, zu welchen anderen ISPs sie schon Peering-Verträge haben, also mit welchen sie ziemlich kostenlos Traffic austauschen können. Ach genau, das sollte diese Grafik. Ich glaube, da kommen wir in zwei Folien noch dazu, aber so ganz grob gesagt ist, dass jeder Endnutzer in irgendeinem Internet Service Provider hängt. Die haben zum Teil untereinander Verbindungen, dass sie sich kostenlos Traffic übergeben können. Manchmal müsste es auch über Transit-ISPs gehen. Und je höher es geht, je mehr ISPs beteiligt sind, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es dann Geld kostet für die ISPs. Und deren Wunsch ist eben, dass möglichst die ganze Kommunikation innerhalb eines ISPs stattfindet, dann müssen sie nach außen hin weniger abrechnen. So, und die Idee war, wenn das jetzt gemacht wird, dann werden diese Inter-ISP-Kosten reduziert und alle gewinnen. Kommen wir noch dazu, ob das so ist. Was auch das Ziel war, ist, dass man die Latenz versucht, über das gesamte Netzwerk zu minimieren, indem man jede individuellen 1 zu 1 Latenzen versucht zu minimieren. Das geht ja auch. Ist ja auch das Beispiel, dass man den Cord zum Beispiel nicht unbedingt diesen einen Finger haben muss, sondern es kann ja auch einer ein bisschen daneben sein, mit einer besseren Latenz. Geolocation kann ein Punkt sein. Wenn man eben das Overlay so gestalten will, dass man lokationsbasierte Anwendungen unterstützt, dann ist es auch ganz gut, wenn die Knoten, die lokal beieinander sind, auch, also die geografisch beieinander sind, auch im Overlay beieinander sein können. Also wenn ich weiß, diese Knoten sind auch geografisch in meiner Nähe, dann würde ich einen Location-Based Service aufbauen, das ausnutzt. Und
das letzte eben mit den Rollen, mit den Kapazitäten. Wenn ich weiß, welche Kapazitäten die Knoten haben, dann kann ich vielleicht ein Overlay aufbauen, wie in Omicron, wo ich den Knoten feste Rollen zuweise. In Omicron war es noch ein bisschen bescheiden, da musste man noch seine Werte selber messen, aber wenn ich diese Informationen über die verschiedenen Knoten habe, dann kann ich sehr gezielt also neue Rollen erfinden, die das Ganze besser machen würden und die Knoten gezielt zuweisen. Genau, zu diesem Internet ISP Awareness, genau, daher da nochmal das Bild, dass die Kunden dann in verschiedenen lokalen ISPs sind, die haben untereinander diese Peering-Verträge und wenn der Traffic über ein Transit ISP gehen muss, dann wird es teuer. Und daher wollen die ISPs eben diese Kosten vermindern und da gab es verschiedene Ansätze, wie das geht. Also die Grundidee war, dass der ISP diese Information zur Verfügung stellt, die Peer-to-Peer-Netze diese Information nutzen und sich dann hauptsächlich mit solchen eben verbinden. Und dann funktioniert unter Beibehaltung der Qualität das Netzwerk genauso gut, aber die Inter-ISP-Kosten werden gesenkt. Genau, und das Versprechen für die User war, dass die untereinander, weil sie ja innerhalb des ISPs reden, auch geringere Delay-Werte haben. Ist das so? Also, was meinen Sie? Das hat sich ja nicht so ganz durchgesetzt. Also, das war früher mal, ich glaube sogar in Verbindung mit BitTorrent mal diskutiert worden. Was könnte denn so dagegen sprechen oder warum ist es denn nicht so von Erfolg gekrönt? Ja? Zum Beispiel könnte ja die Telekom auch Ja. Genau, also dieses, dass das wirklich der Lower Delay ist, das ist nicht immer gegeben. Also wenn ich sowieso meine Nachbarn vielleicht nach dem Delay auswählen würde und da würden halt externe ISP-Kunden besser dastehen, warum sollte ich das nicht machen? Also entweder sind die sowieso besser, haben ein geringeres Delay und ich muss nicht nach der ISP-Zugehörigkeit gehen, oder die sind nicht besser, dann wäre es ja für mich ein Nachteil. Genau, also innerhalb des Telekom-Netzes könnte es ja auch unterschiedliche Netze geben, die dann nicht diese Qualität mitbringen. Der zweite Nachteil war, dass ein bisschen seltsam aufgezogen war. Man hatte ja vorgeschlagen, dass die Peers den ISPs eine Liste von Knoten mitteilen, mit denen sie sich verbinden möchten. Und der ISP teilt ihnen mit welchem sie sich verbinden sollten. Aber das war nicht so lukrativ. Also ich meine, also so interessant für die Nutzer, wenn ich jetzt der Telekom mitteile, mit welchen Peers ich mich verbinden will, idealerweise noch zu welchen Inhalten, das war nicht so benutzerfreundlich. Also das wollte man ja eher verstecken. Okay, das hat sich also nicht so ganz durchgesetzt. Was aber leichter geht, ist, dass man im Netzwerk selbst Messungen vornimmt und da versucht zu optimieren. Okay, das heißt, man versucht eine Messung irgendwie so abzuleiten, so eine Art Prediction zu haben, die mir es ermöglicht, mit möglichst wenig Aufwand schnell zu ermitteln, mit welchen Knoten kann ich mich gut verbinden, mit welchen kann ich mich schlecht verbinden. Dazu gibt es so eine Art Landmark-basierte Vorhersagemethode. Da gibt es diese Kästchenknoten hier. Deren Positionen sind weltweit bekannt und die können angepinkt werden. Und jetzt pinkt jeder Knoten diese feste Liste von Landmark-Knoten an und erfährt, aha, von Knoten 1, also von Landmark 1 bin ich so und so weit entfernt. Malen wir es mal für Host 2 auf. Also Host 2 weiß, er ist so weit entfernt, das heißt, er ist irgendwo auf dem Radius global gesehen. Stellen Sie sich das als Kreis vor. Dann pinkt er den zweiten Knoten an, der teilt ihm mit, du bist ungefähr auf dieser Entfernung zu mir. Ja. Das heißt, er könnte auch hier sein. Der pinkt er den Knoten 4 an, der teilt ihm mit, du bist recht weit weg von mir, das heißt irgendwie hier weit. Und wenn ich jetzt verschiedene Landmark-Knoten anpinge, kann ich in so einer zweidimensionalen oder mehrdimensionalen Karte eine Position bestimmen, in der diese Entfernungen möglichst den Messungen entsprechen. Das heißt, in diesem Fall, jetzt ganz einfach ausgedrückt, würde der Kreis um Node B sich hier durchgehen, um Knoten B, Knoten 5 da durchgehen, um Knoten 4 würde hier durchgehen, um Knoten
1 würde hier durchgehen und Knoten 3 hier durchgehen. Und dann habe ich quasi eine Position in dieser Karte mir berechnet. Die kann ich anderen Knoten mitteilen. Und wenn die anderen Knoten mir mitteilen, ich bin hier gelegen oder ich bin hier gelegen oder ich bin auch also von dieser Messungskoordinaten her ungefähr in deiner Entfernung, in deiner Gegend, dann kann ich sehr gut bestimmen aus dieser Karte anhand der Position der anderen Knoten, die sie sich berechnet haben, wie unsere Latenz sein würde. Ja? Unter der Annahme, dass es eben so geht. Aber das ist so die Grundidee, dass man eben einige wenige markante Punkte misst, die Entfernung, die Latenz zu denen und daraus dann ableitet, wo man selbst auf der Welt ist und welche Latenzen man erwartet untereinander. Das funktioniert auch eigentlich ganz, ganz gut. Also das wird manchmal verwendet. Das Problem entsteht nur dabei, oder meinen Sie, können Sie dann ein Problem sehen, das entstehen könnte oder warum es nicht so gut funktionieren könnte? Also nehmen wir mal an, der Node 3 ist in Afrika und hier das USA und das ist Singapur und so. Australien. Und dann erhalte ich zwar Werte, die dementsprechend, also diese beiden Knoten, die dort sind, also hier die beiden Sterne, die haben sehr ähnliche Werte, Ping- und Latenzwerte zu diesen verschiedenen Landmark-Knoten. Dann haben sie halt eine Distanz, die sie untereinander berechnen können. Sie haben ihre Position berechnet und diese Distanz sagt, unser Delay müsste irgendwie 10 Millisekunden sein, weil wir haben sehr ähnliche Werte, wir haben auf der Landkarte eine sehr ähnliche Position. Kann es immer noch sein, dass hier die Latenz so groß ist, also weil der eine ist bei Vodafone, der andere bei der Telekom, dann wird das Ganze über Großbritannien vielleicht geroutet und dann kommt noch mehr Latenz dazu, obwohl die Geografie, also obwohl sie in dieser Karte nah beieinander wären. Aber es funktioniert ganz gut. Also da ist zwar Fehler drin und diese Nähe der einzelnen Punkte bedeutet nicht unbedingt, dass sie auch wirklich ein sehr kleines Delay haben, aber im Großen und Ganzen funktioniert es ganz gut. Über die Latenz. Also diese Entfernung zu dem Node 5 wäre die Latenz. Also es sind vielleicht 50 Millisekunden. Das hier sind... Könnte das Argument auch weg, dass die Realität vielleicht nah sind, aber die Latenz trotzdem groß ist. Doch, weil das die Internetpakete nicht unbedingt, ja, nicht genau ganz mit der aber nicht untereinander, sondern zu externen Landmark-Knoten. Genau, also die berechnen sich nur unter der Anpingung dieser externen Landmark-Knoten, wo ihre Position in diesem virtuellen Raum wäre. Aber es ist einfach nicht so, dass wenn man dieselben Werte beim Pingen hat, man untereinander einen geringen Latenz hat. Ja? Genau, das sind feste serverartige Geräte, die dann aufgestellt sind und die dann bekannt sind für diesen Dienst, dass die genutzt werden können zum Anpingen. Man kann natürlich dann aber so einen schlechtmöglichsten Wert schätzen. Genau, also. Genau, also die dienen ja eigentlich nur zum Anpingen, also die dienen nicht im Peer-to-Peer-Netz. Die dienen ja, also die würde man nicht verwenden im Peer-to-Peer-Netz, sondern die kann man einfach nur anpingen und bekommt eine Latenz in Entfernung zu denen zurück. Und dann ist eigentlich die Frage, also diese Positionsbestimmung in diesem virtuellen Raum, das funktioniert gut. Die Frage ist halt nur, was bedeutet das? Also wie weit sind die jetzt in der Latenz voneinander entfernt? Wenn man das irgendwie ablesen würde, wäre es, was weiß ich, in diesem Beispiel 10 Millisekunden. Aber in der Realität kann es halt höher sein, weil da noch irgendwie ein Providerwechsel dazu kommen. Was man aber sagen kann, also bei so ganz kleinen Werten wird es fehleranfälliger, aber wenn die Werte so in höheren Bereiche gehen, dann funktioniert es immer noch gut. Also dieser Knoten dort oben mit dem Stern, der hat immer noch eine weite Distanz zu einem Knoten, der hier unten in Afrika wahrscheinlich ist. Das entspricht dem
schon. Also nur je kleiner der Wert wird, desto mehr andere Effekte kommen da hinein, die nicht durch die geografische Lokation bedingt sind. Okay, das wird auch öfter verwendet. Also das ist also zu diesem Underlay Awareness, also hier war eben die Grundidee, dass entweder die ISPs oder diese Berechnungen vor Ort genutzt werden können, um ja, Latenzen oder vorteilhafte Verbindungen zwischen Peers zu bestimmen, damit das Netzwerk besser funktionieren kann. Die Grundidee ist, es funktioniert, um ganz grob das Delay zu senken, also dadurch hat man zwar vielleicht mehr Hops, aber die jeweils in der Zeit kürzer sind, das läuft ganz gut. Die Auswahl ist einfach, wenn die Informationen vorliegen, und die Anpassungen im Overlay sind auch recht gut machbar, sowohl was Cord, Pastry, Kademlia als auch die anderen angeht. Also das kann man schon gut berücksichtigen. Das Problem besteht eher darin, gute Informationen zu bekommen, weil die ISPs wollen auch hier Werte nicht rausgeben. Also auch deren Ansatz, die sie nur vorgeschlagen haben, war, dass man denen alles mitteilt, mit wem möchte man sich verbinden, und die entscheiden dann. Aber nicht, dass sie selbst mitteilen, welche gute Verbindungen sie haben oder mit wem sie Peering Agreements haben. Okay. Manche Overlays lassen die Auswahl auch nicht ganz zu, aber die meisten eigentlich schon. Also zum Beispiel im Kern kann ich mir meinen Nachbarn nicht auswählen, wenn er diese Werte hat, wenn er in Afrika ist oder so, dann ist er halt dort. Okay. Was kann man noch machen zur Verbesserung? Also sagen wir mal, was kann man bisher machen? Mehrfache Realitäten, also parallele Overlays. Wir können mehr Dimensionen einführen. Funktioniert zwar auch, wird aber oft übermäßig komplex. Man kann die Latenzen der Knoten zwischen den Knoten berücksichtigen. Was kann man in der Routing-Tabelle machen? In der Routing-Tabelle hat sich gezeigt, dass es sehr praktisch ist, zu Buckets zu verwenden. Also Kademlia verwendet ja Buckets. Es gibt ja diese K viele Einträge. Und wenn einer davon ausfällt, haben wir immer noch die anderen Knoten, die verwendet werden könnten. Und das Prinzip kann man ja auch auf andere Overlays auch übertragen, dass man einfach redundante Einträge, gleichwertige Einträge in der Routing-Tabelle hält. Also im Pastry dann eben verschiedene Einträge, die denselben Präfix gleich haben, aber mit dem nächsten anderen Zeichen beginnen. Da können wir auch eine Vielzahl haben. Und wenn wir sowas haben, dann haben wir sofort ein Backup für den ausfallenden Knoten. Wir haben Zeit zu reparieren. In Cord können wir da zum Beispiel nicht nur einen Successor verwalten, sondern vielleicht mehrere. Wir können zu jeder Distanz nicht nur einen Finger haben, sondern mehrere. Das lässt sich auch recht gut anwenden. Der Nachteil, also was haben wir dadurch gewonnen? Ausfallsicherheit, weniger Einfluss von Churn und die Kosten sind nicht so hoch. Also wir haben zwar mehr Kontakte, die wir pflegen müssen, müssen mehr Nachrichten austauschen, aber das ist nicht so teuer. Also das ist nicht so ein riesen Nachteil. Und es ermöglicht uns sogar noch besseres Routing. Da kommen wir mal zu dem verbesserten Routing. Was können wir das war die Routing-Tabelle, was können wir bei dem Routing machen? Was sie gezeigt hat, war auch, dass parallele Lookups sinnvoll sind. Ja, also wenn Sie jetzt einen Lookup starten in Pastry, Kademlia oder was auch immer, dann ist es besser, wenn Sie zwei oder drei starten über verschiedene Knoten. Weil was auftauchen kann, es kann aus irgendwelchen Gründen mal verzögert sein. Ein Knoten kann genau in dem Zeitpunkt ausfallen, das heißt, dass der die Anfrage mitnimmt. Und hier braucht man zum Beispiel auch diese Buckets. Wenn man diese Buckets hat, dann haben wir eine Auswahl von Knoten, an die wir die Suchanfrage senden können, und dann können wir eben parallel diese Suchanfrage stellen. Und das Schöne ist, also einer dieser Suchanfragen, Alpha viele können wir auch rausschicken, wird ja, oder alle werden beantwortet werden, und sobald eine Antwort da ist, können wir es schon verwenden. Das heißt, wir haben einfach eine Minimierung der potenziellen Laufzeit. Und wenn wir bösartige oder langsame Knoten haben, dann ist es auch nicht so tragisch. Also dann haben die weniger Effekt. Der Nachteil dabei ist, wir haben mehr Nachrichten im Netzwerk. Das aber auch nicht. Also Nachrichten sind nie so schlimm, solange sie noch O-Log-N sind. Also wenn wir das jetzt mal mit Nutella vergleichen, dass eine Suchanfrage irgendwie 8000 Knoten erreicht und hier haben wir O von Log-N Hops,
Das heißt, wenn wir das Alpha mal starten, dann haben wir nicht 6 Knoten, die wir kontaktieren, sondern 18. Das ist nicht so dramatisch, das wächst nicht exponentiell. Also das ist eine sinnvolle Erweiterung, ob im Pastry oder in Cord Buckets zu verwenden, parallele Lookups. Und dann gibt es noch eine Möglichkeit, wie man es noch weiter verbessern kann. Bisher hatten wir nur kennengelernt, na gut, erstmal hatten wir kennengelernt das rekursive Routing. Das ist jetzt so dargestellt, also den Begriff sollte man auch kennen dann. Im rekursiven Routing ist jeder Knoten, der die Anfrage erhält, zuständig, sie weiterzuleiten an den nächstbesten. Das heißt, erstmal haben wir den ersten Kontakt angeschrieben, der sendet die Nachanfrage weiter, der sendet sie weiter, der sendet sie weiter. Das heißt, und dann am Ende kommt die Antwort zurück zu dem Anfragenden, so die ist in Blau dargestellt. Und jetzt ist aber die Herausforderung, dass jeder dieser Zwischenknoten ausfallen kann. Und je länger der Pfad ist, desto mehr Ausfallmöglichkeit ist ja dann gegeben. Das ist nicht so ideal. Bösartige Knoten können Einfluss drauf nehmen. Langsame Knoten haben zwar einen Effekt, aber können es auch stark ausbremsen. Und wir wissen nie als Absender, wie denn der Status ist und ob die Nachricht verloren gegangen ist oder nicht. Da müssen wir mit Timeouts arbeiten, was recht lang sein kann. Besser ist das iterative Routing, das hatten wir in Kademlia. Hat sich da mal eine Animation? Weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Also, Sie müssen sich die Animation jetzt vorstellen. Als erstes fragt der 709er den 1008er: Gib mir bitte deine nächstbesten Kontakte, die du kennst, zu diesem Zielknoten. Der antwortet seine besten Kontakte zurück. Dann wird aus der neuen Menge von vorhandenen Kontakten eben wieder die besten ausgewählt. In diesem Fall die 1622. Der wird dann angefragt. Der antwortet mit seinen besten Kontakten, die er in diese Richtung kennt. Dann wird aus dieser Menge von Kontakten, die man jetzt kennt, wieder der nächstbeste ausgewählt, 2011 vielleicht. Der antwortet jetzt zurück. Und so geht es eben hin und her und immer wieder ist der anfragende Knoten eingebunden, wie es eben auch in Kademlia war. Was ist da der Vorteil? Wir erfahren mehr über die Route. Also erstmal lernen wir ganz neue Knoten kennen, weil die uns einfach in der Antwort mitgeteilt werden. Wir können sie wie in Kademlia zum Aufbessern unserer Routing-Tabelle verwenden. Wir können auch jeden Zwischenknoten validieren. Also wir können bei jedem Zwischenknoten prüfen, hat er seine Aufgabe erfüllt oder nicht. Und wir können Timeouts geringer wählen. Es muss ja nur ein Hop funktionieren und nicht 6, 7. Und wir können auch, falls einer ausfällt und der nicht antwortet, dieser Knoten will uns nicht zurückmelden, dann erfahren wir das recht schnell und können alternativ über einen anderen Knoten, vielleicht über den hier, die Suche weiter fortsetzen. Das heißt, es wird auch nicht unterbrochen. Der Nachteil ist, also in diesem Sinne ist das deutlich besser, deshalb ist auch Kademlia deutlich robuster gegen Angriffe und wird auch praktischer eingesetzt. Der Nachteil ist, dass die Suchanfrage doppelt so lang dauert. Also wenn wir jetzt jeweils ein Hop mit einer Sekunde verrechnen, dann haben wir oben 5 Sekunden gebraucht und hier unten haben wir dann 8 Sekunden. Also eine verdoppelte Zeit eigentlich. Und um das zu kompensieren, also beide Stärken zu verbessern, also die Stärke war ja in der Suchanfrage immer in der Verantwortung zu sein, die nächsten Knoten anzuschreiben und quasi den Suchvorgang zu steuern. Nur die Antwort war nachteilig. Und um das zu kompensieren, gibt es das Tracer-Routing. Das sieht dann so aus, dass quasi jeder Knoten die Suchanfrage aktiv weiterleiten muss, also er ist in der Verantwortung, sie weiterzuleiten, aber parallel dazu soll auch der aktuelle Stand zurückgemeldet werden an den anfragenden Knoten, damit der eben verfolgen kann, wo ist das Paket, an wen sollte das aktuell jetzt gehen, wo kann es hängen bleiben. Also nehmen wir mal an, dieser Knoten hat gut gearbeitet, dieser arbeitet gut, teilt mir also mit, dass er demnächst die 2011 kontaktiert und hier gibt es einen Ausfall. Dann wird zwar die Nachricht vielleicht weitergeleitet, aber dadurch, dass hier keine Rückmeldung kommt, erfahre ich eben recht schnell, dass dort die Suchanfrage hängen geblieben ist und dann kann ich selbst mit der Information, die mir der letzte gültige Knoten mitgeteilt hat, den nächsten Knoten, der passen würde, kontaktieren. Das heißt, man hat auf der einen Seite diese Verfolgbarkeit der Routing-Prozesses eingebaut. Das heißt, man sieht immer, wo der Stand ist. Und zum anderen hat man die Wege verkürzt,
in dem eben das nicht hin und her geht, sondern parallel die Nachrichten gesendet werden und man dennoch dasselbe, denselben Effekt hat. Also Tracer-Routing ist da ganz günstig, also ganz förderlich. Okay. Gut, so viel zu den verschiedenen Modifikationsmöglichkeiten, die man im Bau eines Overlays verwenden kann. Wo wir jetzt hinzu übergehen, sind die Eigenschaften, die Overlay-Netze haben sollen, also vor allem die Graph-Eigenschaften. Was ist da förderlich, was da weniger förderlich und wie misst man das? Einmal nochmal Zusammenfassung, wie Graphen, welche Metriken in Graphen existieren. Also ein Graph ist gegeben durch eine Menge von Knoten und deren Kanten dazwischen. Und nun kann ich auf diesem Graphen verschiedene Messungen durchführen. Und manche davon sind sehr relevant für uns. Zum einen gibt es halt die Distanz zwischen zwei Knoten und der Durchmesser bestimmt sich darüber, dass es als maximale Distanz als maximale Distanz zwischen allen möglichen Knoten. Was haben wir noch? Noch mehr zum Durchschnitt, der durchschnittliche Pfadlänge, also die allen Distanzen zwischen allen Knoten im Durchschnitt. Das wollen wir auf der einen Seite im O-Log N-Bereich halten, das heißt, dass das logarithmisch mit der Anzahl der Knoten wächst. Auf der anderen Seite haben wir die Werte zu den Kosten, die wir dazu benötigen. Und die messen wir häufig in der Anzahl der Kontakte. Das heißt, wenn wir n viele Knoten haben und jeder Knoten so einen Knotengrad von k hat, können wir bestimmen, was ist der durchschnittliche Grad der Knoten und wie sind die Grade verteilt. Also bisher hatten wir ja nur Overlays betrachtet, stimmt das? Ja, wo die Knotengrade recht ähnlich waren. Also Kademlia, Cord, Pastry hatten alle gleich viele Routing-Einträge. Aber wenn wir jetzt unstrukturierte Overlays anschauen, dann kann es ja ganz unterschiedlich sein. Es kann ja welche geben mit vielen Kontakten, die sich angedockt haben, aber auch mit sehr wenigen. Und da spielt die Verteilung, also nicht nur die Kosten pro Knoten oder die durchschnittlichen Kosten, sondern auch wie die Lastverteilung ist, eine Rolle. Es gibt noch den dritten Bereich und der bestimmt sich durch den Clustering-Koeffizienten. Das ist auch oft eine typische Frage für die Klausur, dass man zu bestimmten Graphen den berechnet. Der Clustering-Koeffizient definiert sich über die Betrachtung der Nachbarschaft eines Knotens. Ja? Und da wird erstmal geschaut, wie viele Kanten hätten wir denn insgesamt, wenn alle meiner Nachbarn miteinander verbunden wären. Also Number of Possible Links zwischen allen meinen benachbarten Knoten. Und das steht im Nenner und im Zähler steht die tatsächliche Anzahl der Kanten zwischen meinen Nachbarn. Da kommt jetzt gleich ein Beispiel. Das heißt, wir wollen bestimmen, wie stark die Nachbarn unter uns, meine Nachbarn untereinander vernetzt sind. Wenn der Wert bei 1 liegen würde, würde das bedeuten, dass alle meine Nachbarn untereinander auch verbunden sind. Das heißt, jeder meiner Nachbarn mit jedem anderen meiner Nachbarn wäre verbunden. Dann wäre der Clustering-Koeffizient bei 1. Auf der anderen Seite wäre der Clustering-Koeffizient bei 0, wenn keiner meiner Nachbarn verbunden wäre mit einem anderen meiner Nachbarn. Das heißt, der Wert gibt uns so einen Hinweis darauf, dass wie gut meine Nachbarn untereinander verbunden sind, dass wenn ich jetzt ausfallen würde, dass ich durch einen bestehenden Link ersetzt werden könnte. Das heißt, je höher der Wert, desto besser ist man lokal vernetzt, desto weniger hat ein Knotenausfall einen Effekt. Und wenn der Wert klein ist, dann bedeutet das, dass meine Nachbarn selten oder sehr wenig oder kaum miteinander verbunden sind und ein Knotenausfall, und zwar meiner, einen großen Effekt hätte. Und das kann man jetzt pro Knoten berechnen, wie sehr er in sein Netzwerk eingebunden ist, und dazu gibt es dann auch den Durchschnittswert im gesamten Netz. Schauen wir uns mal ein paar Beispiele an. Hier dargestellt als so ein Mini-Netzwerk. Und die Anzahl, also der Clustering-Koeffizient bestimmt sich ja aus der Menge der potenziellen Links, die alle meine Nachbarn untereinander haben können. Und es ist eben diese Formel, k ist die Anzahl meiner Nachbarn und
Da wir ungerichtete Kanten ansehen, haben wir jeder Nachbar ist mit allen anderen Nachbarn, also K-1 verbunden durch 2, weil wir beidseitige Links betrachten. Das heißt, das ist das Maximum, wie viele Links es geben kann. Und n gibt an, wie viele Links zwischen meinen Nachbarn tatsächlich existieren. Also in diesem unseren Beispiel ist der Knoten, der hier hervorgehoben ist, der dunkelrote. Das hier sind seine Nachbarn 1, 2, 3, 4. Das heißt, wie viele potenzielle Kanten können wir denn zwischen diesen vier Kanten, zwischen diesen vier Knoten haben? Ja. Ja, also wir haben diesen roten Knoten in der Mitte. Ja? Das ist der Minigraph, den wir betrachten. Er hat jetzt 4 Nachbarn. 1, 2, 3, 4. Jetzt wollen wir den Clustering-Koeffizient für dieses Beispiel berechnen. Und das ist ja, hat im Nenner die Anzahl der möglichen Kanten zwischen allen meinen Nachbarn, also zwischen den 4 Knoten. Und im Zähler steht die tatsächliche Anzahl aller Kanten zwischen meinen Nachbarn. Was haben Sie denn erstmal im Nenner raus? Also wie viele möglichen Kanten gibt es denn? Ja. Ja, so. Ja, bis auf den Umstand, das sind die Anzahl der Kanten. Also nicht die Anzahl der Knoten, sondern die Anzahl der Kanten, die die Nachbarn untereinander haben. Also der erste Punkt war richtig, genau. Also wir haben 4 mögliche Kanten. Also wenn ich das jetzt mal losgelöst darstelle, 1, 2, 3, 4, dann haben wir 6 ungerichtete Kanten. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6 mögliche Kanten, die bestehen könnten und welche davon existieren tatsächlich. Das ist, diese Kante besteht, die geht hier außen rum, die da besteht und die hier besteht. Ja, also die Kanten wären dann A, B, C. Und dann haben wir 3 durch 6. Und der Clustering-Koeffizient ist dann 1,5. Das sind so typische, also Beispiele, die dann so drauf rankommen, weil da lässt sich ganz leicht Verschiedenes abfragen. Wenn man so einen Beispielgrafen aufzeichnet, dann stelle ich Ihnen die Frage, was ist der Durchmesser, was ist denn Clustering-Koeffizient von Knoten XYZ. Genau, das war das Beispiel. Genau, das sind der Mittelknoten. Wir haben 4 Nachbarn, 6 mögliche Kanten haben wir. In echt haben wir da 3 und daher beträgt das 1,5. Hier ein anderes Beispiel. Nehmen wir mal ein ganz anderes, weil hier ist es auch wieder fast schon, oder wie ist es hier? Wie ist der Clustering-Koeffizient von dem blauen Knoten? Also die roten sind wieder die Nachbarn. Ja, das ist ein bisschen langweilig, das Beispiel. Genau, wir haben hier wieder 4 Nachbarn, wir haben wieder untereinander 3 Kanten.
Das heißt, nehmen wir mal ein anderes Beispiel. Genau, nehmen wir mal ein anderes. Das sieht dann irgendwie so aus. Und die sind jetzt verbunden. Nehmen wir mal 7. Lassen wir es mal so. Zur Verwirrung kann ich das ja noch hier eintragen. Ja, hier geht es dann weiter. Also wir wollen die, den Clustering-Koeffizient von diesen Knoten berechnen. Hier sind 100 Nachbarn, die er hat. Ja, das werde ich hier mal abkürzen. Und hier geht es weiter in einer Kette, ebenfalls 100 Knoten. Aber wir wollen ja den Clustering-Koeffizient von den roten Knoten da bestimmen. Ja, warum 4 1/20? Was? Genau, nicht mal grün, also 1, 2, 3, 4, mit 1, 2, 3, genau, das ist 4 1/20. Genau. Und das ist zum Beispiel schlechter geeignet. Also das hat ja so einen Wert von 0,2, ein bisschen weniger. Das ist schlechter vernetzt. Also wenn jetzt unser Hauptknoten ausfallen würde, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Nachbarn untereinander noch verbunden sind, deutlich geringer, als wenn wir die Szenarien von vorher hätten. Also je höher der Clustering-Koeffizient ist, desto weniger Einfluss hat der Ausfall eines einzelnen Knoten, desto stabiler ist das Netzwerk unter Churn. Das heißt, was wir eigentlich erreichen wollen, ist, wir wollen Netzwerke haben, die einen hohen Clustering-Koeffizienten haben. Was wollen wir denn erreichen? Wir haben Banden, wir haben Durchmesser, wir haben Clustering-Koeffizienten und das ist so eigentlich so unser Wechselspiel. Also wir wollen hohen Clustering-Koeffizienten und geringen Durchmesser haben. Genau, das ist dann pro Knoten, genau. Man kann es zwar über das gesamte Netz berechnen, aber genau, also einmal kann jeder Knoten bestimmen, könnte jeder Knoten bestimmen, wie er das Netzwerk gefährden würde. Also wenn nur ein Knoten einen niedrigen Clustering-Koeffizienten hat, dann sollte er gegensteuern, weil er als Angriffspunkt gut geeignet ist. Also idealerweise erhöht man den Clustering-Koeffizienten des gesamten Netzwerks, also von allen Knoten. Also man muss eigentlich beides erreichen. Man muss sowohl den schwächsten Knoten, also mit dem geringsten Clustering-Koeffizienten verbessern, als auch den Durchschnittswert. Da ist diese Metrik schon ganz günstig. Okay. Gut, wie kommen wir zu so einem Netzwerk? Wie können wir ein Netzwerk erzeugen mit einem hohen Clustering-Koeffizienten und geringem Durchmesser? Da gab es erstmal den Ansatz von Watson-Strogatz. Die haben vorgeschlagen, wir gehen einfach von einem regulären Graphen aus, bei dem jeder Knoten dieselbe Anzahl von Kanten hat. So sieht das aus. Ist es gut? Also, der Nachteil ist, das hat nicht so eine gute, so einen guten Durchmesser. Und dann haben sie betrachtet, was passiert denn, wenn wir x Prozent der Knoten neu verdrahten, das heißt einfach eine Kante neu setzen. Und da hat sich, dann kommen wir über in einen zufälligen Graphen. Und je höher diese Rewiring, dieses Neuzuordnung von Kantenenden, je höher die Wahrscheinlichkeit dafür ist, desto zufälliger erscheint dann der Graph.
Wir haben dann betrachtet, wie sehen denn die Effekte aus? Was meinen Sie denn? Wie sind denn die Fragezeichen aufzulösen? Was nehmen Sie denn an? Also, wir können über alles Mögliche gehen. Also, was sind denn die Stärken von so einem zufälligen Graphen? Oder was sind die Stärken von so einem regulären Graphen? Ja? Ja. Genau. Also das ist hoch. Hoch. Genau. Ja. Naja, also hier ist ja schon vereinfacht ein bisschen dargestellt mit dem. Sie haben sehr wenig Kanten hier. Normalerweise wäre es noch höher, ja. Und beim zufälligen Graphen? Wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass wenn ich nur vier Kanten habe oder vier Kanten im Schnitt habe, dass die untereinander auch noch verbunden sind? Wenn alles zufällig ist. Ja, geringer, genau. Sagen wir, wir haben 1000 Knoten und jeder hat nur vier Nachbarn, dann ist die Wahrscheinlichkeit gering, dass meine vier Nachbarn untereinander noch verbunden sind. Das heißt, das ist niedrig. Und das ist auch niedrig, weil es durch die verschiedenen zufälligen Abkürzungen sehr gute Abkürzungen eben untereinander gibt. Und diese also leicht neu bestückten, also neu verbundenen Graphen haben so die Eigenschaft, dass sie sowohl noch einen hohen Clustering-Koeffizienten haben, aber auch schon geringe Pfadlängen, weil diese wenigen Abkürzungen da sehr helfen. Also wenn man das so betrachtet, dann hier unten auf der X-Achse ist die Neuzuteilung der Kantenenden abgebildet. Und wenn man nur 1% rewired, dann hat man schon recht geringe Pfadlänge, aber immer noch einen hohen Clustering-Koeffizienten. Wobei, wenn man ganz regulären Graph, die Pfadlänge immer noch hoch ist und auf der anderen Seite, wenn alles zufällig ist, hat man einen geringen Clustering-Koeffizienten. Also man muss irgendwie versuchen, diese slightly rewired Graphen zu erreichen, in denen eben der Clustering-Koeffizient hoch ist und die Bandbreite und der Durchmesser gering ist. Das war so das Ziel, das man erkannt hat. Also diese beiden Eigenschaften möchte man erreichen. Das kann man noch anders ausdrücken, also man kann das noch anders darstellen, diese Eigenschaften, und zwar in Form von sogenannten Small World Graphen. Also wir haben diese zwei Eigenschaften, hohe Clustering-Koeffizienz und geringe Durchmesser. Und die lassen sich auch so modellieren, dass es da sehr viele so Klicken gibt, also wo alle Knoten miteinander verbunden sind, diese aber einige wenige ausgehende Pfade haben. Also, dass die eben solche Eigenschaften bilden. Und das findet sich sehr häufig wieder. Also auch wenn man soziale Netzwerke betrachtet, dann sieht es häufig so aus, oder irgendwelche, gibt noch weitere Untersuchungen dazu zum Thema vielleicht Filmgenres, welche Schauspieler haben da mitgewirkt, und dass dieses Small World Network findet sich sehr häufig eben wieder. Und das erreicht ganz gute Werte. Einmal was den Durchmesser angeht, es wächst, der Durchmesser wächst logarithmisch, wenn es diese Eigenschaften gibt. Und es lässt sich weiter ganz gut modellieren. Grafik erstmal, was wir hier weglassen. Wie beschreiben sich diese Scale-Free Networks, also die so gut skalieren, das heißt, deren Durchmesser logarithmisch wächst? Das wird ausgedrückt mit dieser Wahrscheinlichkeit. Und was beschreibt diese Wahrscheinlichkeit? Diese Wahrscheinlichkeit P von K beschreibt, Sie wählen einen zufälligen Knoten raus, ja, was weiß ich, zum Beispiel den hier, zack. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass er genau k viele Kanten hat? Und die soll invers proportional sein zu k und dem Faktor
irgendeinem Skalierungsfaktor Gamma. Das heißt, je kleiner der Wert k ist, desto häufiger soll es auftauchen. Und je größer der Wert k ist, also je, wenn die Frage ist, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Knoten 100 Kontakte hat, dann soll das umso kleiner sein. Genau. Das heißt, es ist eine Formel für die Wahrscheinlichkeit, die eben invers exponentiell ist. Und das heißt, die eben angibt, dass je größer der Wert ist, den wir suchen, desto exponentiell kleiner ist die Wahrscheinlichkeit, dass es auch so vorkommt. Das sieht man hier auch in dem Graphen. Es gibt sehr, sehr viele Knoten, die nur eine Kante haben. An zweiter Stelle kommen Knoten, die zwei Kanten haben und sehr wenige, die deutlich mehr haben. Okay. Was sind die Eigenschaften davon? Also warum ist das so, wie funktioniert das? Wie ist da die Hauptidee? Die Hauptidee ist, dass eben solche Netzwerke entstehen, wenn dieses Beispiel. Genau, wir haben dieses Beispiel in verschiedenen Netzen gegeben. Einmal haben wir zum Beispiel Movie Relationships, also in welchen Filmen die Schauspieler da mitgespielt haben. Da gibt es auch Genres und manche, die alle vernetzen. Also welche, die in sehr wenigen gleichen Filmen mitspielen, aber manche, die in sehr, sehr vielen Filmen mitspielen. Oder www-Pages, die über mehrere Hops miteinander verbunden sind, die sind auch untereinander erstmal so verlinkt. Und dann gibt es welche, die Links nach außen haben. Oder da hieß es ja auch mal, dass mit dieser Untersuchung der Berühmten, dass alle Menschen auf der Welt in 6 Hops verbunden sind. Das ist so ähnlich, dass wir hier in Düsseldorf so eine Clique haben. Jeder ist mit jedem bekannt. Manche sind noch übernational verlinkt und manche ganz international. Und da reicht es auch aus. Mit dieser Vernetzungseigenschaft einen sehr geringen Durchmesser zu erreichen. Genau, Co-Authorship in Papers. Ich fand es ganz interessant, ich habe mal herausgefunden, also habe ich mal gehört, welche sind denn diese Schauspieler mit den meisten Filmen, die alle online vernetzen. Kannst du dir da vorstellen? Das ist schon eine ganz gute Richtung, bitte. Nee, die drehen nicht so viele Filme pro Jahr. Die müssen da schon richtig viele Filme pro Jahr drehen. Ja. Auch. Das sind hauptsächlich Statistinnen, habe ich mal gehört. Also die in erwachsenen Filmen mitspielen und auch in anderen. Die haben sehr viele Filme pro Jahr. Und die verbinden dann die anderen. Das fand ich sehr interessant. Okay. Also was sind die Eigenschaften, also wenn man das so betrachtet? Wir haben eine hohe Clustering-Koeffizienten, weil einfach diese Klicken das hauptsächlich dominieren. Wir haben durch diese Formel, die eben besagt, wie ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Knoten, der ausgepickt wurde, k viele Nachbarn hat und das eben exponentiell fällt, sehr wenige mit sehr hohem Knotengrad und sehr viele mit sehr wenigen Knotengraden und das eben so exponentiell verteilt. Okay, wo ist das Gute und wo sind die Schwächen? Also, und da kommen wir noch dazu, wie solche Netzwerke entstehen. Das Gute ist, wenn Sie zufällig einen Knoten herausnehmen und den abschießen oder angreifen, dann haben Sie wahrscheinlich einen erwischt, der möglichst irrelevant ist. Aber das Problem besteht, wenn Sie zufällig einen sehr starken herausgenommen haben, dann können Sie großen Schaden anrichten. Man kann das Ganze noch verwenden, wenn man weiß, wie die Knoten vernetzt sind, zu besseren Funktionalitäten, das betrachten wir auch. Aber das Problem, dass diese Eigenschaft, dieses Netzwerk, das man erreichen möchte, hat, ist, was ist denn das Problem davon? Also wenn wir dieses Rewiring nur als Ansatz haben, was meinen Sie, wie kommen wir denn zu diesen Netzwerken? Also wenn wir solche Netzwerke bauen wollen, dann geht ja der Ansatz von diesem Watson-Strogatz nicht. Die haben ja vorgeschlagen, man geht von einem regulären Graphen aus und variiert mit x Wahrscheinlichkeit die Kanten. Einmal, das geht so nicht, also wir starten nicht mit einem regulären Netz. Wenn Sie zum Beispiel auf die Welt gucken, ein soziales Netzwerk aufbauen wollen, dann haben Sie nicht
initial ein reguläres Netz, um sie rewiren. Und das zweite ist, das bietet, also dieses Watson-Stroger-Prinzip bildet diese Power-Law-Verteilung nicht ab. Also es erreicht nicht den Zustand, dass sie sehr viele mit wenigen Kontakten haben, aber sehr wenige mit sehr vielen. Und da gab es den Ansatz von Borobashi, der hat vorgeschlagen, mit zwei simplen Regeln das einzuführen, also wie man solche Netze aufbauen kann. Und das macht er wie folgt, also das sollte man auch im Kopf dann haben. Zum einen soll das Netzwerk wachsen können. Das heißt, es sollen neue Knoten hinzukommen können und dann kann man das Ganze bootstrappen. Das ist schon mal ganz gut. Das heißt, wir Rewiring hat ja dann das Problem, dass wir vom bestehenden Netzwerk ausgehen müssen, wir das nicht erweitern können. Und Realität sieht so aus, wir starten bei Null und es kommen immer neue Knoten hinzu. Und die schließen sich an die Knoten an, die schon im Netzwerk sind. Und zwar mit einer höheren Präferenz an Knoten, die schon viele Kontakte haben. Also wenn Sie jetzt alle Knoten betrachten und sie kommen als neuer Knoten hinzu und einer hat, ich weiß nicht welchen Knotengrad und die anderen haben alle unterschiedliche Knotengrade, dann ist die Wahrscheinlichkeit, sich mit einem Knoten X zu verbinden, proportional zu seinem Knotengrad. Das heißt, Knoten, die schon viele Kanten haben, haben eine höhere Wahrscheinlichkeit, von neuen Knoten kontaktiert zu werden, als welche, die gar keine haben. Komme ich noch? Genau, also wenn Sie jetzt zum Beispiel irgendeinen, das ist ein ganz simples Beispiel, fünf, also der hat hier einen Knotengrad von 5, der hier hat einen Knotengrad von 2, der auch, und die anderen jeweils von 1. Also wir haben einen Knoten mit 5, 2 mit 2 und 3 mit 3. Das heißt, in Summe haben wir 12 Kanten, das heißt, jetzt die zwar doppelt gerechnet, ups, aber jetzt kommt ein neuer Knoten hinzu, dann würde er sich, ist das löschen? Nee. Dann würde er sich verbinden mit dem Knoten 1 mit der Wahrscheinlichkeit von 5 Zwölftel. Und Sie sehen, also je mächtiger ein Knoten schon ist, desto mehr Knoten zieht er auch an. Genau. Das ist so der Grundgedanke. Das ist auch in der Realität häufig so, wenn Sie mal einen neuen Internetnutzer haben, dann wird er wahrscheinlich auch Google aufrufen und nicht irgendwie, ich weiß nicht, Alternativen, sondern die größeren Player, die ziehen die Teilnehmer an. Okay. Und das ergibt eben diese Eigenschaft, dass wenn wir jetzt zufällig einen Knoten rauswählen, dann hat er eben diese, und er hat diese, genau, diese Verteilung von möglichen Knotengraden, dann entspricht das eben genau dem, was wir in dieser Power-Law-Beschreibung haben. Und das bietet auch, also wenn alle denselben Grad hätten, dann wäre es eigentlich gleich verteilt. Wenn wir so einen Zufallsknoten haben, dann kann man feststellen, dass wenn diese herausgepickte Knotengrad, den wir betrachten wollen, deutlich größer ist als der Durchschnittswert, dann ist die Wahrscheinlichkeit zwar sehr, sehr gering, aber es taucht auch in diesen Netzwerken dennoch auf. Also wir erhalten doch diese Eigenschaften, die wir gerne hätten. Okay. Genau. Beispiele, wo das auch auftaucht, ist eben in sozialen Netzwerken, da ist auch alles exponentiell fallen. Also es gibt einige sehr, sehr wenige Personen, die, also das hier einmal, das sind irgendwelche Auswertungen, genau, von Telefonanrufen. Wer hat angerufen, durchnummeriert, und wer wurde angerufen, und es gibt einige wenige Personen, die von sehr vielen kontaktiert werden. Und andersrum, also, und sehr viele, die von sehr wenigen kontaktiert wurden.
Also findet sich so genauso wieder, auch in sozialen Netzwerken, dass man eben diese Eigenschaft hat, dass wenn man einen Knoten zufällig rauspickt, er diese Eigenschaft hat, dass seine Wahrscheinlichkeit für diesen Knotengrad invers proportional ist. Okay. Genau, ich glaube, das hier so die Abbildung auf diese Power Law Networks, hier das Soziale, das ist auch logarithmisch und das findet sich so wieder. Okay, also warum gibt es diese Art von Power Law Networks? Weil eben die Realität häufig so aussieht, weil wir eben diese Vernetzungscharakteristik haben, dass Netzwerke wachsen, dass sich Knoten an bestehende Knoten anhängen und dann meistens den stärkeren Knoten folgen. Und auch in Knutella war es ähnlich, dass neue Knoten, die ins Netzwerk aufgenommen wurden, wenn sie so Pings herumgeschickt haben, dann wurden die Knoten, also stellen Sie sich vor, Sie haben dann Knoten mit sehr vielen Kanten, dann werden alle seine Nachbarn, die er hat, und neue Knoten, die sich an dem andocken, ihm auch Ping-Nachrichten weiterleiten und er wird dann auch als potenzieller Nachbar gelistet. Das heißt, wenn einer schon viele Kontakte hat, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er noch mehr bekommt, höher als wenn einer nur ein oder zwei Nachbarn hat. Also das entwickelt sich eben so. Okay, also was müssen Sie als Message mitnehmen? Einmal diese verschiedenen Metriken zur Bestimmung der Knoten, der Graph-Eigenschaften, dann die zwei Verfahren, diese gewünschten Netzwerkarten mit dem hohen Clustering-Koeffizienten und dem geringen Durchmesser zu erreichen. Einmal dieses Watson-Strogatz und das Borobarsky. Und Sie sollten noch so ein Gefühl dafür haben, welche Eigenschaft diese Power Law Networks haben. Okay. Damit sind wir bei diesen allgemeinen Overlay-Aspekten auch durch. Das, was jetzt heute und morgen noch weiter thematisiert wird, ist genau. Wir betrachten einmal Sicherheitsaspekte, das heißt, wir hatten ja jetzt zeitlich gesehen die verschiedenen Overlays betrachtet, wir hatten unstrukturierte, wir hatten strukturierte, jetzt die ganzen verschiedenen Erweiterungen hin von den heterogenen zu den allgemeinen Overlay-Erweiterungen, jetzt noch die Graph-Eigenschaften und wir schließen das Thema Overlays jetzt mit den Sicherheitsbetrachtungen ab und dann zu was anderem, BitTorrent, weil es einfach eine andere Funktionalität hat. Also in BitTorrent suchen wir nicht eine Datei, wir machen keinen Lookup, wir machen keine Suche, sondern da haben wir schon das Netzwerk nur für eine einzige Datei und da geht es nur darum, diese eine Datei auszutauschen. Das hat halt andere Eigenschaften. Also hier ist wirklich, existiert pro Datei ein Netzwerk und das ist was anderes als in den Overlays. So, schauen wir mal an, groben Angriffen, welche Sicherheitsangriffe es in Overlays geben kann. Dazu nochmal vor Augen zu führen, aus welchen Elementen diese Overlay-Gestaltung besteht. Wir hatten ja einmal diese fünf Schritte, genau, einmal den Identifier Space festlegen, die Metrik dann festlegen, sowohl für Schlüssel als auch für die Nodes. Wir weisen die Schlüssel zu den Knoten zu, also wir definieren die Zuständigkeitstabelle. Wir haben dann, nee, das ist glaube ich nicht so ganz richtig. Wissen Sie noch, was hier falsch ist? Ja. Das stimmt. Das ist der 4, ja. Ja, wir hatten aber. Also wir hatten ja, also wir haben einmal den Identifier Space, wir haben die Zuständigkeit, wir haben die Netzwerktopologie. Genau, stimmt schon so. Wir haben die Netzwerktopologie, also welcher Knoten ist mit welchem anderen verbunden. Und dann haben wir die Routing-Protokolle, die darauf operieren. Also von welchen Kanten kenne ich, wie nutze ich die. Und das ist eben eine Funktion und dann das Updaten der Informationen, falls Knoten ausfallen oder noch da sind. Okay, und jedes dieser Schritte kann halt angegriffen werden und wer möchte das angreifen?
Also erstmal müssen wir uns anschauen, welche Arten von Angreifern gibt es. Es gibt so ungefähr drei Arten, die man betrachtet. Einmal die, die fehlerhaft arbeiten, also die ohne böse Absicht vielleicht eine falsche Routing, für falsche Protokollversion verfolgen und einfach fehlerhaft sind. Das kommt selten vor. Viel häufiger haben die die Selfish-Nutzform, die quasi das Netzwerk nutzen wollen, die wollen auch, dass es gut funktioniert, aber sie wollen möglichst wenig dazu beitragen. Das gab es häufig in GNUtella, wo die Knoten viele Suchanfragen stellten, aber wenn es darum ging, selber Suchanfragen zu beantworten oder was weiterzuleiten, dann haben sie das nicht gemacht. Das heißt, da möchte man dem Netzwerk nicht schaden, sondern nur den eigenen Profit maximieren. Und der letzte Punkt, das sind die bösartigen Knoten, Malicious Nodes, die dem Netzwerk auch schaden wollen, auch unter Einsatz von eigenen Ressourcen, eben mit dem Ziel, den Dienst für die anderen zu verschlechtern. Was können die da machen? Die können beliebige Nachrichten erzeugen, also alle möglichen Nachrichten fälschen. Sie können, was sie nicht können, ist Nachrichten irgendwie abgreifen. Also sie können natürlich nur die Nachrichten verarbeiten, die sie selbst empfangen, die zu ihnen geschickt wurden. Was sie nicht können, genau, ist einfach mitlauschen an Kommunikation, die nicht an sie gerichtet ist. Und was sie auch machen können, ist zusammenarbeiten. Also es kann auch sein, dass bösartige Knoten strategisch vorgehen, um ihr Ziel zu erreichen. Also nicht nur einer aktiv ist, sondern mehrere gleichzeitig. Also gar nicht so viel unbedingt. Ne? Ich meine, wir können Nachrichten erzeugen, wir können Knoten erzeugen, können aktiv sein. Was können die also machen? Es gibt verschiedene Angriffsmöglichkeiten. Eigentlich wird da unterteilt auf der Anwendungsebene und auf der Overlay-Ebene, was gemacht werden kann. Auf der Anwendungsebene, also wenn das Routing und die Suche alles gut funktioniert, können sie dennoch falsche Daten zurückmelden, falsche Antworten geben, Dateien anbieten, die sie nicht haben. Das haben die, hat ja die Musikindustrie eine Zeit lang gemacht, um von den Fallschirmnetzen nicht abzulenken, aber um das Empfinden schlechter zu machen. Also wenn ich jetzt immer nur falsche Dateien bekomme, die falsche Inhalte haben oder nicht existieren, dann habe ich keine Lust mehr drauf, das zu nutzen. Viele haben Free-Writing verfolgt, das heißt, sie haben den Dienst für sich genutzt, so wie sie es gern wollten, Dateien gesucht, Dateien runtergeladen, aber den Upload ausgeschaltet und die Verarbeitung anderer Nachrichten, die mich dann uns selbst interessiert haben, ausgeschaltet. Was kann man da machen dagegen? Man kann da zum Beispiel Anreize schaffen, dass die Teilnehmer doch teilnehmen wollen. Also in GNUtella, wenn ich jetzt eine Nachricht nicht weiterleite, macht ja nichts, hat ja keiner erfahren und ich habe auch keinen Nachteil dadurch erfahren. Wenn ich aber, sagen wir mal, für die Bearbeitung einer Nachricht so eine Art virtuellen Währung bekommen würde, da könnte ich ja irgendwie da diese virtuelle Währung anhäufen, ich kann sie dann ausgeben, um selbst eine Nachricht runterzuladen. Also man könnte so ein Bezahlsystem, ein virtuelles Bezahlsystem einführen oder wie ein BitTorrent, das auch gemacht hat, dass man nur dann Daten runterladen kann, wenn man selbst welche hochlädt. Da lohnt es sich nicht bösartig, oder nicht bösartig, aber da lohnt es sich nicht, selbst süchtig zu sein. Ah ja, okay. Und falsche Antworten gab es auch. Also es gab wirklich solche Akteure, die da falsche Antworten gegeben haben oder nichts angeboten haben, obwohl sie das hatten. Auf der Overlay-Ebene, ja. 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 Ja, also. Naja, also es gab zwei Dissertationen, habe ich mal dazu gelesen. Die hatten das untersucht und der eine hatte so eine Schwellwertbasierte Kryptographie verwendet, sodass mehrere Knoten bestätigen mussten, dass diese Transaktionen auch wirklich stattfanden. Und dann wurde es dezentral gespeichert, also auch über mehrere Knoten hinweg. Ist aber oft zu komplex. Also die einfachen Lösungen setzen sich durch. Und BitTorrent werden wir dann, also zwar nicht heute, aber morgen kennenlernen. Das macht es sehr einfach, indem niemand was speichert, aber sobald man nichts mehr hochlädt, bekommt man von diesem Knoten auch nichts mehr. Also man hat dann nur Interaktionen, wo beide von profitieren würden und wenn einer eben das einstellt, dann erhält er auch nichts. Also es führt auch zu anderen Problemen. Also wenn da manche sehr aktiv sind,
Und dann häufen sie dann große Vermögen an und dann kommt es zur Inflation und so Sachen. Also dann muss man solche Effekte noch berücksichtigen oder nehmen es aus dem System raus. Und das ist nicht so leicht mit irgendwelchen digitalen Währungen. Oder sie können es dann verwenden, um dennoch bösartig zu agieren, bis sie eben ihr Credits aufgebraucht haben. Oder wenn sie dann zusammenarbeiten, können sie sich gegenseitig bescheinigen, ja, also die bösartigen Knoten, dass sie sich gegenseitig super bedient haben und einen riesen Wertungshaufen dafür erhalten sollten, obwohl sie sich ja nur verabredet haben. Okay, was kann man in Overlay machen? Okay, erstmal kann man falsche Informationen darüber abgeben, wie das Netzwerk aufgebaut ist. Also falsche Routing-Informationen herumschicken. Zum Beispiel, wenn Sie das in dem Netzwerk joinen und die Routing-Tabelle aufbauen und diese Kontaktknoten, die Sie haben, teilen Ihnen falsche Informationen mit, dann können Sie vielleicht schlecht agieren. Also in Pastry ist es ja so, wenn meine Routing-Tabelle füllt sich ja über die Knoten, die auf dem Weg zu meiner eigentlichen ID gefunden werden, über deren Routing-Tabellen werde ich informiert und da kriege ich die Informationen her und wenn die mir was falsch mitteilen, dann finde ich das im ersten Fall eigentlich nicht raus, aber später dann schon. Lookup-Funktionalität kann man sehr leicht angreifen, wenn man sie an nicht echte Knoten weiterleitet oder an zufällige Knoten und also gesetzt den Fall, dass überhaupt das weitergeleitet wird. Also wenn wir sowas verwenden würden wie iteratives Routing. Also wenn wir rekursives Routing verwenden, dann kann man die Pakete einfach verwerfen und der Knoten kriegt es nicht mit. Er weiß nicht, wo der Fehler auftrat. Wenn wir iteratives Routing haben, dann können wir falsche Informationen zurücksenden. Das führt zu langen Lookups, aber es funktioniert dennoch. Wir können die Routing-Tabellen falsch füllen. Wir können versuchen, das Netzwerk zu trennen. Das wäre eigentlich für einen Angreifer ganz schön. Also indem wir identifizieren, welche Knoten sind am gefährdetsten für das Netzwerk, also welche, wenn ich die jetzt rausnehmen würde oder ersetzen würde, dann wäre es ja super. Und dort kann ich vielleicht einsetzen und einen Angriff durchführen. Also man hat schon verschiedene Möglichkeiten. Die Frage ist nur, wie kann man das umsetzen in den verschiedenen Overlays? Okay. Einen Angriff wollte ich noch vorstellen. Wir hatten jetzt ja bisher diese Angriff auf der Anwendungsebene, auf der Overlay-Ebene. Und eins, was explizit nur den Identitäten angeht, ist, dass wir versuchen könnten, ja bestimmte Knoten zu übernehmen, also deren Position in dem Overlay übernehmen können. Das ist ja oft ein nettes Ziel, wenn wir bestimmte Dateien aus dem Netzwerk löschen wollen, indem wir uns einfach an diese Position setzen. Dann wären wir der zuständige Knoten und dann können wir es löschen oder modifizieren oder den Knoten. Also entweder können wir das Objekt angreifen oder den Knoten, der dort positioniert ist. Und einen Angriff wollte ich noch kurz vorstellen, damit Sie nicht nur mit diesen Herausforderungen oder Zielen konfrontiert werden, sondern was kann man wirklich machen? Und ein Ansatz ist die Sibylle-Attacke. Das geht zurück auf ein, ich glaube, ein Buch über eine schizophrene Frau. Und sie hieß Sybil und sie hatte verschiedene Persönlichkeiten in sich, die dann jeweils auftauchten. Und dasselbe kann man im Overlay auch machen, dass man einen Knoten hat, der sich als verschiedene Persönlichkeiten ausgibt. Das heißt, wir haben verschiedene Identitäten, aber dieselben IP-Adressen und Ports und so. Und dieser eine Knoten nimmt einfach mit diesen verschiedenen Identitäten im Netzwerk teil und kann sich zum Beispiel, wenn wir sowas haben wie Pest, setzt es sich um die Position der Objekt-ID herum. Und dann ist es dafür zuständig und kann es dann vielleicht löschen oder wegnehmen. Oder wenn wir an po verschiedenen Positionen im Netzwerk lokalisiert sind, da können wir einfach besser Statistiken dazu sammeln, was sind so vielleicht populäre Knoten oder populäre Inhalte, die abgefragt werden. Wir können uns um einen Knoten herum platzieren, sowohl ja, alle seine Kontakte vielleicht bestimmen und diesen einen Knoten aus dem Netzwerk herausnehmen. Falls wir 20, 30% des Netzwerks irgendwann ausmachen, ne? Agent Smith, das war ja das Ziel, glaube ich, so ähnlich. Dann könnte, wenn dieser Knoten offline geht, das Netzwerk partitioniert werden und kein zusammenhängendes Netz mehr bestehen. Und man hat schon ganz nette Möglichkeiten, wenn man einfach verschiedene Positionen verschiedener Identitäten annehmen kann.
Genau, ich glaube, das stellt nicht so viel Interessantes vor. Es stellt nur den Punkt vor, einmal macht es die Anzahl der Kontakte, die man kontrolliert. Zum anderen macht es aber auch die Position. Also hier ist es nur so grob verteilt, also es ist irgendwie zufällig verteilt, wo man ist. Aber wenn jetzt diese vier Knoten diese IDs hier übernehmen hätten, dann wären sie ja für diesen ID-Bereich komplett zuständig und alle Daten, die dort abgelegt werden, könnte man kontrollieren. Also man kann sowohl in der Anzahl vorgehen als auch in der Auswahl der Positionen und dabei einen Schaden erreichen. Okay, so viel als Anfang für diese Sicherheitsvorlesung, die wir morgen fortführen würden. Gibt es noch Eclipse-Attacken und alle möglichen Datenhaltungsattacken. Und da freue ich mich, Sie dann morgen wiederzusehen. Dann bis morgen.